Herzlich willkommen, liebe Freunde, zum React-Format der dritten Staffel von Zwei Kerle, eine Karte mit Stronghold 2 und Utwin. Und ja, die Staffel ist durch sozusagen, beziehungsweise der Gameplay-Part ist durch und jetzt beginnen die Reactions, liebe Freunde. Ja, für die neu noch sind, ich erkläre es kurz, wir haben jetzt in den 13 Videos vorher zusammen, Utwin und ich, eine Karte in Stronghold 2 gespielt, Krafnik Conflict vom Map-Ersteller Damian das Gnu. Danke an dieser Stelle und ja, jetzt reagieren wir auf die jeweils Folgen des jeweils anderen. Genau, zu dem Thema mit den Reactions, da wird Utwin wahrscheinlich nochmal was dazu sagen in seinem, also im nächsten React, also wo Utwin auf Folge 2 reagiert, ich reagiere auf Folge 1. Von daher will ich da jetzt mal noch nichts vorab nehmen, aber es wurden, wie sagt man, Vorschläge geschrieben, wie wir dieses React-Format noch ein bisschen verändern können, ausbauen können. Es wurde in den Raum gestellt, dass wir doch zusammen reagieren auf die Videos jeweils des jeweils anderen, aber müssen wir halt nochmal besprechen, beziehungsweise mal gucken, wie wir es in Zukunft machen. Wir haben die Vorschläge auf jeden Fall gehört und werden das sicherlich nochmal besprechen. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ja, Utwin hatte die erste Folge gespielt und da würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal direkt rein. Ja. Die erste Folge heißt Stronghold 2, aber abwechselnd zu zweit auf einer Map. Let's go. Halbe Stunde geht das Ganze. Fangen wir an. Und damit herzlich willkommen zur dritten Staffel von Zwei Kerle, eine Karte. Dem Format, bei dem ich mich mit Koga abwechsel, um wir uns immer wieder regelmäßig einen Spielstand zuschicken und schauen, wie wir die Misere auslöffeln, die uns der andere hinterlassen hat. Diesmal spielen wir in Stronghold 2. Erste Staffel war in Stronghold 1, zweite war in Stronghold Crusader. Diese Staffel haben wir uns vorgenommen, in Stronghold 2 zu spielen. Und hier gehen wir wieder auf die alte Regel zurück von der ersten Staffel, dass wir 15-Minuten-Parts machen. Wir haben kurzzeitig überlegt mit 20-Minuten-Parts, aber dann sind wir so ein bisschen durchgegangen, wie lange die Mission dauern soll, die wir spielen sollen. Und sind zum Schluss gekommen, auch mit dem Spieltempo, dass wir jetzt einfach hergehen und wieder 15-Minuten-Parts machen. Weil ich finde, vom Pacing war das sehr, sehr gut. Und wir schauen einfach mal, wie das hinhaut. Ja, da waren wir beide auf jeden Fall einig, dass wir das genau so machen, weil das hat ja in der ersten Staffel eigentlich super geklappt. In der zweiten Staffel war es natürlich mit Stronghold Crusader ein bisschen schwierig. Da haben wir halt uns auf 2 Videos pro Tag mit jeweils 10 Minuten geeinigt, was im Grunde mehr Content war. Aber ja, ich bin da ganz auch bei ihm gewesen. Wir haben uns da ziemlich schnell drauf geeinigt, dass wir das wieder auf 15 Minuten setzen, weil wir beide damit gut zurechtkamen. Und unterm Strich muss man sagen, glaube ich, hat das auch für diese Staffel super funktioniert. Und davon gehe ich aus, dass wir dann, falls wir jetzt die vierte Staffel mit Stronghold 1 wieder machen werden, dass wir das dort genauso handhaben werden. Ja, wunderbar. Wie gesagt, zwei kleine Karte. Die erste Folge gibt's von mir, die zweite Folge dann von Koga. Er schaut, wie er bei meinem Spielstand weitermacht. Und so geht das dann immer wieder hin und her, bis wir soweit durch sind. Ja, und was spielen wir dieses Mal bei zwei kleine Karte? Wir spielen eine benutzerdefinierte Mission von Damian das Gnu, die uns sehr ans Herz gelegt und empfohlen wurde dafür. Und zwar nennt die sich Krafnik Conflict. Ja, da muss ich jetzt nochmal kurz ein paar Worte verlieren, weil es, das wird man jetzt hier auch in der ersten Folge dann auch sehen. Ich habe, kurze Vorgeschichte, um nochmal alle abzuholen, ich habe diese Map im Workshop gesehen, habe gesehen, dass die von Damian das Gnu ist und hatte ursprünglich geplant, das erzähle ich auch in meiner ersten Folge, also in Folge 2, aber um Verwirrung jetzt hier vorab zu nehmen. Ich habe die gesehen und dachte mir, hey, das wäre doch bestimmt was für mein Community-Content-Format, was ich auf meinem RTS-Kanal hier eigentlich mache oder was ich geplant habe, was ich ja schon mit ein paar Stronghold 2 Maps gemacht habe. Habe mich dann aber aufgrund der Fülle der Missionen, habe ich mich dazu eher überlegt zu sagen, ey, vielleicht wäre das aber was für zwei Kerle eine Karte. Ja. Und als es dann so in die Planung ging und wir gesagt haben, ey, ja, das ist ein heißerer Kandidat, diese Map, dass wir die halt so nehmen, habe ich mich ja mit Damian auch abgestimmt und Damian hat mir tatsächlich dann im Vorfeld nochmal eine angepasste Variante dieser Map geschickt. Eine sozusagen eine schwerere Variante dieser Map geschickt und das war aber schon, oder relativ, ich glaube 2 Wochen bevor wir mit den Aufnahmen gestartet haben. Das Problem war jetzt an der Sache, mein Fehler, muss ich sagen, Missverständnis hin und her, aber es war auch schon mein Fehler, dass ich gesagt habe, ja cool, die nehmen wir und dann unterm Strich habe ich die Utwin aber nicht gegeben, diese überarbeitete Variante. Das heißt, Utwin hat hier mit der Variante aus dem Workshop gestartet, wie sie halt im Workshop vorhanden war, aber nicht die überarbeitete Variante, die wir eigentlich für das Format spielen wollten. Ja, das heißt, ich entschuldige mich an dieser Stelle, dass wir eigentlich eine einfachere
Variante dieses Szenarios gespielt haben und ich das verpeilt habe, die schwere Variante an Utfin zu geben. Wahrscheinlich, weil ich mir innerlich gedacht habe, dass Damian auch Utfin diese Variante zuschicken wird und nicht nur mir. Ich weiß nicht, warum ich das gedacht habe, aber auf jeden Fall habe ich das total aus dem Blick verloren, dass wir da eine überarbeitete Variante hatten und ich die nicht extra Utfin gegeben hatte. Einerseits, weil ich wie gesagt dachte, ey, Utfin hat die schon von Damian bekommen wahrscheinlich, und auf der anderen Seite, weil ich dachte, weil ich es vielleicht auch vergessen habe einfach. Also ja, das ist auf jeden Fall auf meinem Mist gewachsen, dass wir jetzt hier quasi die nicht bearbeitete Variante gespielt haben. Gut, unterm Strich, wir wissen ja, es war trotzdem schwer genug, knackig genug und spannend. Von daher ist es vielleicht auch ganz okay, so wie es jetzt unterm Strich war. Aber ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen, auch bei Damian dafür, der sich extra die Arbeit gemacht hat, das Ganze nochmal zu überarbeiten und wir das dann einfach nicht genommen haben, weil ich es einfach nicht mehr auf dem Schirm hatte. Das tut mir natürlich leid, Damian, wenn du das jetzt siehst. Ich hoffe, du kannst mir vergeben und ja. Aber gucken wir erstmal weiter. Also das heißt, Utfin hat jetzt hier die Workshop-Variante genommen und nicht die schwere überarbeitete Variante, die wir eigentlich hätten ursprünglich nehmen sollen für diese Staffel. Kräfnig. Ich nehme an, dass es Kräfnig ist. Und das ist eine Karte, bei der wir so an die 3 bis 4 Stunden beschäftigt sein sollen, wie es heißt. Zumindest sollte ich in etwa diese Spielzeit haben. Und sie besteht auch aus 4 Missionen. Also ist ja so eine kleine Mini-Kampagne, wenn man so... Also das mit diesen 3 bis 4 Stunden, das habe ich Utfin gesagt, weil ich diese Aussage von Damian bekommen hatte. Weil als ich ihn gefragt hatte, wie ist denn so mit der Spielzeit, was kannst du dazu sagen, ist die Karte geeignet für das Format und so weiter, und da hatte er mir 2, 3, 4 Stunden prima Daumen erzählt, und das habe ich dann einfach nur so an Utfin weitergetragen. So will. Und hier muss man bei der Regel mal ganz klar sagen, Anfangs- und Endzeit, An- und Abmoderation und Sachen vorlesen ist immer abseits vom Tag. Irgendwie diese... diese Burg hier gerade so zu sehen aus dem Augenwinkel irritiert mich gerade ein kleines bisschen. Also, was ich sagen wollte, der Timer wird gestoppt, wenn Missionsbeschreibungen vorgelesen werden. Und auch, wenn man jetzt eine Mission geschafft hat und die nächste Mission wird eingeleitet, da wird dann auch wieder pausiert. Es sollen immer nur 15 Minuten reine Spielzeit sein. Aber ja, ich denke mal, die meisten von euch werden schon Bescheid wissen, wie der Hase hier läuft bei 2 Kerle eine Karte. Für Leute, die es interessiert und gerne mehr dazu sehen wollen und die ersten Staffeln noch nicht kennen, ich kann euch Staffel 1 und 2 auf jeden Fall ans Herz legen. Hat sehr viel Spaß gemacht, waren sehr viele lustige Momente dabei. Und wir starten mal rein in den Kräfnik-Konflikt. Was das angeht, Stronghold 2 ist ja sehr spärlich, was Beschreibungen angeht. Man kann da, soweit ich weiß, nicht viel machen. Dementsprechend lese ich die Beschreibungen vor, die im Steam-Workshop drin sind. Und ja, die Karte gibt es im Steam-Workshop, das heißt, jeder kann sie selbst nach freien Belieben spielen und runterladen. Heißt einfach so, wie sie hier heißt, findet ihr dort problemlos. Ja, dann wäre ich fast dafür. Kann es sein, dass... Oh. Ich hätte gerne ein bisschen Hintergrundmusik. Erlaubt mir das bitte ganz kurz. Ich muss dann nochmal ganz kurz... wie machen wir das am besten? Ja, Königsmacher am besten. Genau so, so und zurück. Ah, sehr gut. Genau das wollte ich haben. Fürs Vorlesen, dass wir zumindest ein bisschen Hintergrundbeschallung haben, ist in Ordnung. Benutzer definiert und da war der kräftige Konflikt. Ja, zur Beschreibung. Voller Vorfreude erblickt ihr das Land, welches ab heute eure neue Heimat sein wird. Auf einem Felsvorsprung, eine frische Meeresbrise im Gesicht, betrachtet ihr das Herzogtum Kräfnig und seine Bewohner. Im Osten herrscht Lord Barclay. Das müsste diese Phallusburg da drüben sein. Alles klar. Ganz ehrlich, ich habe hier drin eher ein Tier mit einem Kopf gesehen. So, das hier, so eine Art Erdhörnchen oder sowas. Hier ist der Kopf, hier sind die Augen, hier ist der Mund und die Nase und hier ist es so der Scheitel. Also ich sehe hier drin eher so den Kopf eines Erdmännchens tatsächlich, statt den Phallus. Der an unruhigen Tagen auch gerne mal einen handfesten Streit mit dem Herrscher des Westens, Lord Edwin, vom Zaun bricht. Eine von den beiden Burgen wahrscheinlich. Nördlich von Lord Edwin, dann ist das Lord Edwin. Und nördlich von Lord Edwin residiert Lady Zerrin, die als Vasall bei solchen Streitigkeiten wohl oder übel mit Edwin ins Feld ziehen muss. Okay, dann ist das falsch geschrieben gewesen, weil wir wissen ja, Edwin ist hier und Zerrin ist hier. Vielleicht war es ursprünglich mal angedacht, dass man selbst als Spieler hier startet und Zerrin hier ist, das kann vielleicht sein. Aber dann wurde das im Text wahrscheinlich nicht angepasst. Ist ja aber auch nicht schlimm. Hoffentlich wird es in nächster Zeit nicht zu Konflikten kommen. Denn auch ihr tretet in diesem Augenblick eure Vasallenschaft unter Lord Edwin an. Okay, alles klar. Wir
Lord Edwin ist ja ziemlich mächtig, kann das sein. Das ist eigentlich das Gebiet vom Hammer. Aber Lord Edwin ist hier ein Konkurrent und hat sogar Lady Seren als Vasall und uns jetzt. Ich nehme an, wir starten ja drüben, wenn ich hier so einen Backfried sehe. Das heißt, es ist hier ein 3 gegen 1 mehr oder minder. Ob wir uns gegen den gewaltigen Phallus behaupten können, wer weiß das schon. Okay, Mission 1. Wisst ihr was? Mission 1 lesen wir vor, sobald wir in der Mission drin sind. Schauen wir erstmal, was wir brauchen. Okay, wir sollen 300 Ehre erlangen. Wir verlieren, wenn unser Lordburger stirbt oder wenn Lady Seren 300 Ehre. Okay, wir haben also erstmal eine kleine Streitigkeit unter den Vasallen. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen mit Lady Seren konkurrieren, wie es aussieht. Alles klar, schauen wir mal rein. Ihr müsst ein Vorratslager platzieren, mein Herr. Okay, mal ein kurzer Blick in die Map, würde ich mal sagen. Können wir hier mal, genau, freier Blick machen wir mal. Schauen wir uns mal ein bisschen an. Ich finde es so geil, wie er es genauso gemacht hat, wie ich auch erstmal in die freie Kamera und erstmal Map angucken. Ist halt auch geil gemacht, ne? Man kann bei der Map auch wirklich viel entdecken und da steckt ja auch super viel Liebe zum Detail drin. Da haben wir Lord Barclay, den Hammer. Ah ja, mit einer sehr beeindruckenden Ruhe. Die Burg schaut schon echt geil aus, muss ich sagen. Nice, nice, nice. Mir fällt gerade so ein, jetzt da quasi alles aufgenommen und abgedreht wurde von dieser zweiten Staffel mit dieser alten Variante der Map, überlege ich gerade, wie man vielleicht die überarbeitete Variante für diese Staffel, die ursprünglich vorgesehen war, vielleicht doch noch irgendwie nutzen kann. Ich würde die Utwin auf jeden Fall geben. Vielleicht kann er ja mal einen Livestream-Abend machen damit, mit dieser neuen, schwereren Variante dieser Map. Und ich kann es vielleicht nochmal für ein Videoformat machen mit der neuen, schwereren Variante dieser Map. Irgendwie, das würde sich eigentlich vielleicht sogar anbieten. Müsste ich mal, ich habe mit Utwin heute einen Termin, da kann ich heute mal mit dem drüber sprechen gleich. Ja, kann sich sehen lassen. Das ist eine schöne Bergfestung. Die ist wirklich geil, muss man sagen. So, was in der Richtung hätte der Wolf bei der letzten Mission gebraucht von Stronghold 1. Da haben wir Lady Seren und da haben wir... Moment, es hieß doch... Nee, halt, Moment. Hieß es nicht nördlich? Oder war die Map andersrum betrachtet? Weil ich dachte zuerst, das ist jetzt Edwin, das ist Lady Seren. Aber nee, es ist andersrum. Da ist Edwin. Lass mal uns das auch mal ein bisschen angucken. Und hier ist Lady Seren. In Ordnung. Ja, gefällt. Gefällt, gefällt, gefällt. Und wir sind da oben, nicht wahr? Ja, okay, alles klar. Mit dieser Holzbaracke einfach. Ja. Mit... ein paar Hühnchen. Okay, da drüben ist eine Länderei. Das sieht mir nach Olaf aus. Irgendwie, ich sehe Wikinger in Orange. Das könnte irgendwas mit Wikingern zu tun haben. Zumindest Olaf in der Richtung. Wenn der hier auch sein Spielchen. Ich glaube, ich meinte irgendwie bei den Missionen, zumindest bei den Missionsnamen, irgendwie einen Olaf verspielt zu haben. Okay, gehen wir mal zur ersten Mission. Mission 1. Herrlichkeitsrennen. Kaum an der Burg eures Lehnsherrn angekommen, begrüßt euch dieser mit einer ausschweifenden Handbewegung, also so Rückhand ins Gesicht quasi, die wohl anfangs eine Umarmung andeuten sollte, später doch in ein Winken umgeändert wird. Sein Vasall Lady Seren steht halb missmutig, halb belustigt neben ihm und betrachtet seine misslungenen Versuche, eine angemessene Begrüßung zustande zu bringen. Aber ganz ehrlich, das fühle ich. Wenn ich zum Beispiel... Also man hat das ja vielleicht oft im Alltag, dass man irgendwie im Alltag Leute trifft, die jetzt vielleicht nicht fremd sind, aber mit denen man jetzt auch nicht super gut befreundet ist irgendwie, die man vielleicht irgendwie aus der Vergangenheit mal über den Weg gelaufen ist und man ist jetzt nicht im Streit oder so auseinandergegangen. Wie begrüßt man solche Leute? So, ohne dass es jetzt irgendwie peinlich ist, ja? Macht man direkt so Umarmung oder nur ein Handshake oder wie macht man das? Also, das ist für mich super schwierig, immer wieder. Oder ein bestes Beispiel ist, ihr habt einen Kumpel, einen Freund und ihr trefft euch mit dem, ja, irgendwie in der Stadt oder keine Ahnung, sonst wo bei irgendeinem Event, ja, und er bringt seine Freundin mit, seine neue Freundin, die er vielleicht noch gar nicht so lange hat. So, und der stellt euch vor, ne, hier, hey, ne, Tim, guck mal, das ist meine neue Freundin, Freundin, das ist Tim. So, und wie begrüßt man jetzt die Freundin? Wie macht man das jetzt? Gibt man ihr die Hand? Super cringe. Umarmt man sie? Super cringe, super unangenehm. Wie geht man da vor? Was macht man da? Sagt man einfach nur, yo, hi? Oder, ne? Also, ich habe damit persönlich, muss ich sagen, ich habe damit totale Probleme, ganz ehrlich. Und ich glaube, mit Edwin ist es das Gleiche, garantiert. So wie Edwin sich hier im Vorgetragenen gefühlt hat, so fühle ich mich jedes Mal, wenn ich in irgendwelche unangenehmen Situationen komme, jemanden zu grüßen zu müssen, den man nur entfernt kennt oder
Ja, wie begrüßt man Leute richtig? Das ist einfach schwierig für Leute wie mich. Es gibt bestimmt jetzt auch Zuschauer unter euch, die sich denken, hey, bist du bescheuert? Ey, das ist doch ganz easy. Ja, aber ich muss sagen, für Leute wie mich ist das nicht so einfach. Letztendlich schafft es Lord Edwin doch noch mit eurer Mithilfe seine Handakrobatik in einen Händeschütteln münden zu lassen. Also so ein sehr unbeholfenes Begrüßen quasi, wo er nicht weiß, was er machen soll. Und das habe ich dann irgendwie gelöst, indem ich dann einfach ein Händeschütteln draus gemacht habe. Alles klar. Er wirkt ein wenig aufgeregt, als er den Lehnsvertrag verließ. Als ob das unser neuer Vermieter wäre, ey. Was daran liegen mag. Ja. Na gut, okay. Edwin und Utwin bei der Wohnungsübergabe gerade. Was bei der Lehnsübergabe. Okay, mehr oder minder, ne? Lehnsystem ist gar nicht mal so fernab. Was daran liegen mag, dass es erst seit kurzer Zeit üblich ist, solche Verträge auch schriftlich zu besiegeln. Zur Sicherheit wird auch die altmodische Zeremonie durchgeführt. Ihr sagt euren Treueid auf, kniet nieder und faltet die Hände wie zum Gebet. Lord Edwin kommt auf euch zu und umfasst eure Hände mit den seinen. Okay, wird escalated quickly. Damit ist die Zeremonie abgeschlossen und der Lehnseid besiegelt. Doch bevor ihr euch in eurem... War das jetzt ein Lehnseid oder war es eine Heirat oder sowas? Doch bevor ihr euch in euer Lehen entlässt, hat er noch eine wichtige Ankündigung zu machen. Er verkündet, dass derjenige, der jetzt... Edwin, der Ankündigungslord. ...erster genug Ehre sammelt, um in den Ritterstand aufzusteigen, von ihm auch zum Ritter geschlagen wird. Lady Zerin, die der ganzen Zeremonie nur stumm und mit verschränkten Armen beigewohnt hatte, dreht sich um und stapft zu ihrer Burg zurück. Da Lord Edwin zu keiner weiteren Erklärung ansetzt, seht ihr das als Signal, dass der Wettstreit begonnen hat. Bald werdet ihr sehen, was ein Gelage wirklich bedeutet. Okay, wissen wir Bescheid. Das war die Beschreibung. Wir haben jetzt so ein kleines Kupfer... Ach Mist, das hieß Gelage und nicht Festmahl. Ich habe ja meine zweite Folge genannt. Bald werdet ihr sehen, was ein Festmahl wirklich bedeutet. Eigentlich wollte ich das nennen. Ich wollte das eigentlich an diese Textzeile anknüpfen, meine zweite Folge. Jetzt habe ich es verpeilt, indem ich Festmahl statt Gelage in den Titel geschrieben habe. Naja. Von Kopf rein mit Lady Zerin. Ehre zu sammeln. Hm. Wir starten mit nichts und Lady Zerin mit einer Burg. Hm. Total fairer Wettstreit, würde ich sagen, mit meiner kleinen Holzhütte da vorne. Okay, Spieltempo 60, würde ich sagen. Das möchte ich mit Koga noch festmachen. 15 Minuten Timer steht. Und das könnte sehr interessant werden, weil... Stronghold 2 ist so ein Spiel, wo ich nicht so, ich habe jetzt die letzte Zeit ein bisschen mehr Übung, aber wo Koga und ich vom Skill nicht so weit auseinander liegen und ich mir sogar sagen würde, dass Koga wahrscheinlich sogar besser als ich ist. Das könnte sehr, sehr interessant werden. Mal gucken, ob ich diesmal derjenige bin, wo Koga oftmals die Schlinge aus dem Hals retten muss. Naja, also das mit diesem besser, da wäre ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil, also ich fühle mich natürlich geehrt, wenn er das sagt, klar, aber ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, so in einem direkten 1-gegen-1, Wo ausgewogene, ausgeglichene Verhältnisse sind, bin ich mir nicht so sicher, ob ich Utwin schlagen könnte. Weiß ich nicht. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich zu sehr gebrandmarkt bin und immer, wenn ich gegen Utwin kämpfe, meistens verloren habe, egal in welchem Spiel, ob dann der Respekt zu sehr reinhitten würde, aber weiß nicht, ich würde es nur ungern so unterschreiben, dass ich besser wäre in Stronghold 2. Ja. Werden wir sehen. Okay. Kamera. Sehr gut. Okay, da haben wir die Ehre. Alles klar. Dann würde ich sagen, starten wir. Was mich jetzt gerade wundert, warum stand in der Beschreibung, das möchte ich nochmal ganz kurz sehen, im Osten herrscht Lord Buckley. Also ist die Karte schon richtig rum eingestellt. Das ist ja Osten. Gerne eine Straße mit dem Herrscher des Westens, Lord Edwin. Und nördlich von Edwin... Das ist falsch beschrieben, weil südlich von Edwin. Ich habe schon fast gedacht, ich habe die Karte falsch rum. Aber nee, es passt schon so. Östlich ist falsch beschrieben, wo Edwin und wo Lady Zerin ist. Achso, Lady Zerin hat jetzt die Farbe gelb angenommen. Okay, dann lasse ich die Karte einfach mal so eingestellt. Passt. Okay, Vorratslager. Erste wichtige Entscheidung, bevor es losgeht. Ja, ich glaube, da oben machen wir nicht so viel falsch. Andererseits hier oben Lebensmittel zu haben, wäre auch nicht verkehrt. Aber Eisen ein bisschen näher dran ist okay. Das ist halt die Frage, hätte ich den Kornspeicher lieber hier vor oben oder hätte ich den das Vorratslager? Wir können es auch so machen. Blöden Hunde! Ihr miesen Hunde. Okay, machen wir so. Halt, stopp! Timer geht los. Jetzt habe ich nämlich die Platzierung gesetzt. In 3, 2, 1 und los! Okay. Cornelius, bitte mal ran mit dir.
Jetzt hat er vergessen, die Pause rauszunehmen. Machen wir mal so, komm. Was soll's. So. Erster Stern. Warum bist du weg, Sound? Was soll das? Okay. Komisch irgendwie. Jetzt hat die ganze Zeit auf Pause stehen. Oh je. Ja, zweimal Holzfäller, dreimal Holzfäller. Wie lange er das nicht gemerkt hat, oh je. Okay, jetzt geht's los. Halt, Moment, da mach ich mal ganz Leute kurz. Kommen auf die Burg. Ah, wisst ihr was? Momentchen. So, jetzt nochmal gescheit. Ich habe nochmal neu gestartet und habe den Timer nochmal neu gestartet, weil es war jetzt so viel hin und her, das hat irgendwie nicht mehr richtig hingehauen. Okay, jetzt aber wirklich. 3, 2, 1 und... Moment, es geht... Ja, los. So. Jetzt ist nämlich auch keine Pause mehr, weil die Pause zwischendrin und alles hin und her, das hat irgendwie nicht hingehauen. Jetzt haben wir wenigstens exakt die 15 Minuten. So, zack, zack, zack. Erste Na... Wir sind schon jung, gell? Okay, wir bräuchten erste Nahrung, wäre echt cool. Holen wir mal erst einen Käse ran, holen wir erste Äpfel ran und holen wir mal einen Jäger dazu, sobald wir die passenden Ressourcen dafür haben. Ja, Ehre durch Nahrung ist schon mal ein guter Start, das heißt, wir sollten schon mal auf viele... Ich beobachte mit großer Sorge den voranschreitenden Balken von Lady Saren. Ich habe ja jetzt auch herausgefunden, das wusste ich natürlich zum Zeitpunkt meiner Aufnahme nicht, dass Utwin hier höchstwahrscheinlich einem Bug zum Opfer gefallen ist, nämlich dass Lady Saren bei ihm keine Truppen ausbildet und sie damit auch keine Ehre verliert und Utwin unmöglich diese erste Mission schaffen konnte. Das heißt, selbst wenn Utwin mehrfach neu gestartet hätte, um alles zu optimieren, hätte er es wahrscheinlich nicht geschafft. Es kursieren auch schon diverse Theorien, warum das denn so ist, warum Saren keine Truppen ausbildet bei Utwins Versuch, aber bei meinem Neustart hat es wunderbar funktioniert, da hat sie Truppen ausgebildet und das Ehrenrennen war wieder ein bisschen zu unserem Gunsten. Es gibt zum Beispiel die Theorie, dass aufgrund der veränderten KIs und AI-Burgen, die Utwin in seinem Spiel irgendwie drin hatte, dass es vielleicht daran irgendwas corrupted hat oder irgendwas beeinflusst hat an der KI, aber irgendwie kann ich mir das auch nicht vorstellen, weil... Also ich kenne mich technisch überhaupt nicht aus, ich habe gar keine Ahnung, aber das beeinflusst ja nur die Skirmish-KI eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, dass nur die Skirmishes bearbeitet sind und die KI dort halt dann anders agiert oder optimaler agiert, aber ob das jetzt am Ausbildungsverhalten in irgendwelchen benutzerdefinierten Karten irgendwas ändert, wage ich zu bezweifeln, könnte aber natürlich sein, ne? Das ist so ein bisschen das Fragezeichen auf jeden Fall. War es schon ziemlich unglücklich in dem Fall, dass Utwin hier die Mission startet und keine Chance hatte zu gewinnen, weil die KI eben halt keine Ehre verloren hat. Aber als ich neu gestartet habe, das ohne Probleme, ohne weiteres geklappt hat, war für mich halt jetzt im Nachgang, als ich die erste Folge in die Kommentare das schon gelesen hatte, war es für mich halt so, naja, ist ja klar, dass es nicht gewinnen konnte. Also das hat man hat schon viel unter die Kommentare meiner zweiten Folge geschrieben, deshalb wusste ich das jetzt schon, obwohl ich das Video jetzt hier noch nicht gesehen habe, aber ja. Wir verschiedene Nahrungsarten gehen und natürlich, sobald das Holz reinkommt, auch auf... Okay, die macht das aber nicht so schnell, die hatten... Oh mein Gott, Fragezeichen. Okay, wir sollten das wirklich ein bisschen raschen. Okay, das heißt jetzt schnell bitte... Ein bisschen Jagdgut noch. Können wir Marktplatz bauen? Können wir nicht. Alles klar. Können wir aufsteigen? Können wir nicht. Alles klar. Dann bräuchten wir schnell eine Burgküche. Man merkt die Panik, die ihn erfasst hat. Das ist so geil, Leute. Also... Ich meine, er versucht auf der einen Seite natürlich ein optimales Bild irgendwie zu bauen für die Länderei, dass es auch platzeffizient ist und so weiter und so fort. Aber er versucht auch auf der anderen Seite irgendwo Bauwind rauszulassen und das so ein bisschen schön zu bauen. Und er ist da auch genauso wie ich. Also ich versuche es auch irgendwo immer so ein bisschen zu überlegen, wie baue ich das jetzt optimal? Aber ich finde es trotzdem immer geil, wie er quasi so... Naja, hat irgendwie einen Bauplatz gefunden, überlegt kurz und dann setzt es nochmal einen Zentimeter um, überlegt nochmal kurz und dann setzt es wieder um. Und so ist es, so sehe ich es, beobachte ich es bei ihm immer in Thrall Crusader.
Aber hier ist es halt irgendwie genauso. Müsst ihr mal beobachten. Platziere ich die am besten. Ich platziere die mal hier rüber. So. Ja, genau das. Genau, hab das gerade gesehen. Er will kurz absetzen und denkt sich so, ah nee, ich setze es jetzt noch einen Millimeter nach rechts und dann platziere ich so. Das ist total geil. So, das heißt, wir müssen jetzt mal schnell die Sachen holen dafür. Ran mit dem Fisch, ran mit den Schweinen. Dann bräuchten wir noch Häuser. Boah, Saren hat jetzt schon fast die Hälfte. Dann ziehen wir mal welche her. Auf Schönheit kann ich jetzt wirklich nicht achten. Wir müssen gucken, dass die Ehre reinkommt. So, erhöhen wir mal die Ration, dass da mehr reinkommt. Das wäre ganz gut. Schätzen. Ja, Steuern können wir eh nicht erheben. Aber für Ehre ist es schon ganz nützlich. Wein. Da wir nichts kaufen können, wäre Wein vielleicht wirklich eine Idee. Ja, muss. Machen wir einfach mal, was soll's. Dann haben wir hier und da vielleicht ein paar Festmähler. Vielleicht reicht das ja. Das wird ein bisschen eng werden, glaube ich. Habe ich das Gefühl. So minimale Vermutung. Er hatte wirklich nie eine reelle Chance gehabt, das wirklich zu schaffen, muss man einfach sagen. Ja, die Serie muss ja nichts machen. Die sitzt ja im gemachten Nest, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Musikergilde, ne? Ich glaube, wir müssen wirklich alles verwenden, was es hier zur Verfügung... Was zur Verfügung, Verfügung steht, richtig. Musikergilde kommt da direkt neben dem Bergfried. Dann gibt's ja noch ein bisschen durch Musik extra. Ich habe irgendwie Gedüdel. Ein Déjà-vu. Ihr auch? Okay. Da gibt's auf jeden Fall Käse extra Gedüdel. Ein bisschen, ja. Aber das ist nur die Anlaufzeit. Ich finde das so geil. Wenn man einmal darauf achtet bei seinem Bauverhalten, ich finde das so geil. Also, das ist ja auch nichts Schlimmes oder so. Ich will das überhaupt nicht verurteilen, dass er da jedes Mal orientiert und es wieder anders platzieren will und dann noch eine Idee hat und das dann doch nochmal ein Stück weiter schiebt. So, man merkt richtig, wie es da im Hintergrund rattert bei ihm so und zu überlegen, so, wie baue ich es jetzt einerseits schön, andererseits aber auch effizient. So, und dann, und da, das ist so wie so zwei Teufelchen, die auf seiner Schulter sitzen, so ein Engelchen und ein Teufelchen, und die überlegen dann so, der eine sagt das und der andere sagt das und er ist total hin und her gerissen und weiß jetzt nicht, wie er es platzieren soll, und dann macht das irgendwie im Zweifel, ja. Also das ist herrlich zu beobachten. Also wie gesagt, überhaupt nicht negativ gemeint. Ich finde es einfach nur amüsant zu beobachten. Gibt's noch ein bisschen extra Nahrung dafür. So, das soll jetzt aber wirklich erstmal reichen. Dann kommt in die Burgküche. Ich weiß, wir bräuchten eigentlich noch einen weiteren Fischteich. Nur der Platz sagt so ein bisschen schwierig. Ich möchte jetzt nicht den Weg blockieren. Aber da hat wieder das Engelchen gewonnen, was gesagt hat, nein, Utwin, es muss schön aussehen. Jetzt gibt's dann Ehre durch Festmahl. Oh, wir können eine Schatzkammer bauen. Oh mein Gott. Goll. Keine Veränderung in der Schatzkammer. Dann haut mal rein das Geld. Und wir haben keine Jauche oder sowas. Oh, herrlich. Es ist wirklich krass, wie Saren nicht ein einziges Mal Ehre verliert. Also die bleibt immer stehen oder geht immer weiter voran, aber sie verliert halt wirklich gar nichts. Also das ist, ja, er hat halt wirklich keine Chance dabei gehabt. So auf diese Art und Weise konnte er das gar nicht schaffen. Und ich steig in diese Mission ein und denk so, irgendwie, hier ist noch viel Baufläche und Saren gewinnt gleich. Also was hat Utwin hier eigentlich gemacht? So. Aber das ist halt auch das Witzige an der Map. Man weiß ja nie, was im Vorfeld passiert ist und versucht nach gut Dünken dann reinzuspielen und zu gucken, wie man es machen kann. Und dass es dann bei mir ohne Probleme funktioniert hat und Saren Ehre verloren hat in meinem neuen Versuch. Ja. Das ist halt leider das Unglückliche an der Sache einfach. Tut mir auch ein bisschen leid für Utwin, muss ich sagen. Angenehm. Das heißt, ich habe endlich mal Beliebtheit, mit der ich arbeiten kann und nicht ständig schwankt, weil RNG Kackhaufen sagt, nein, danke. Okay. Ja, Holz kommt gut rein. Frage ist natürlich, oh Gott. Das könnte echt eng werden. Mit Nahrung kommt rein, das ist gut. Brot kriegen wir nicht. Also blöd klingt, wir müssen jetzt hier mal noch einen Teich machen. Schade, den Weg hier zu blockieren,
aber irgendwie müssen wir... Ich find's auch so geil, er hat genauso versucht, den Weg freizulassen, so wie ich. Ich hab's auch versucht, den Weg freizulassen, als ich dann neu gestartet hatte. Das zusätzliche Zeug kommen. Wenn wir einkommen, da gibt's noch ein paar schöne Festmähler, vor allem mit der Musikergilde. Da hatte er mir wirklich was vorausgehabt mit der Musikergilde. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht so genau, was die Musikergilde eigentlich bringt. Ich wusste, dass die Musikergilde für die Festmähler da ist. Und unterm Strich konnte ich mir auch denken, dass es dann auch vielleicht ein bisschen mehr Ehre oder Beliebtheit bringt. Also irgendwas musste die Musiker, für irgendwas musste ja da sein, ja. Ich wusste, dass dann so ein Barde und so ein Minnesänger immer da bei den Festmählern dann rumhampeln da. Aber ich dachte immer so, ja, es ist vielleicht ein nettes Gimmick, was aber nicht wirklich Einfluss aufs Festmahl hat. Zumindest aus meiner Erinnerung aus früheren Zeiten zumindest heraus. Deshalb habe ich die Musikergilde quasi nie gebaut, auch nicht in Skirmishes oder sonst wo, weil ich immer dachte, die bringt halt gar nichts. Aber hier habe ich, in der Mission habe ich das erste Mal richtig gelernt, dass die Musikergilde tatsächlich einen Zusatzschub für die Ehre bringt bei Festmählern. Ohne dass das jetzt in der Burgküche aber draufgerechnet wird. Siehe dazu Folge 2. Dann wird das alles. Ich glaube, jetzt habe ich alles gemacht, was zu machen gilt. Ich glaube, jetzt heißt es nur noch zugucken und warten. Wie lange? Oh Gott, wir sind noch 10 Minuten dabei. Es kann sein, dass wir die erste Mission wirklich ziemlich schnell schaffen. Vielleicht bin ich dann sogar schon in der Zwieten. Richtig. Hätte Saren in diesem Try Ehre verloren, bin ich mir sicher, hätte Utwin das auch geschafft. Wir brauchen noch die Bevölkerung. Kommen wir hier noch einen Holzfäller hin. Wir müssen mal Weg frei fällen hier. Da hinten wäre noch eine Länderei, aber wir können eh gerade nichts holen. Passt also soweit. Boah, mir fällt jetzt gerade mal auf, dass das Interface hier unten, beobachtet das mal hier unten, es ist nicht komplett dran, da ist ein Riss dazwischen. Man sieht an dieser Lücke hier unten, an diesem Übergang, dass da was nicht connected ist. Müsst ihr mal beobachten, diese Lücke ist frei, da sieht man den Hintergrund hier, müsst ihr mal beobachten. Das Volk verehrt euch schon. Wir könnten sogar noch eine Stufe höher gehen. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Ich glaube, im Vollbildmodus sieht man das besser hier, dass da auf jeden Fall Teile vom Hintergrund zu sehen sind. Weil hier das nicht ganz miteinander verbunden ist, dieses Feld hier und dieses Feld hier. Ich habe eigentlich immer gerne einen Puffer, aber passt eigentlich soweit. Soll ich jetzt was sagen, bekommen wir jetzt? Dann geht jetzt hier die Party ab. Jemand hat die Kuh mitgebracht. Geil, finde ich nice. Diese Clipping-Fehler sind aber auch on point, muss man sagen. So, ich hoffe, das bringt jetzt richtig gute Ehre. Oh, da wird gut aufgetafelt. Nice. Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Ah, 34. 34 bringt es halt nur, weil nicht so viele Güter in der Küche sind. Also ich weiß nicht genau, worin sich diese erwartete Ehre berechnet. Ich glaube daraus erstens mal, wie viele Zutaten quasi in der Burgküche fest da sind. Ja, die Varianz daraus und die erwarteten Gäste. Also es ist auch von der Bergfriedgröße abhängig. Ich glaube... Na klar, logischerweise, der Holzbergfried ist der kleinste. Die haben, glaube ich, nur 3 Gäste insgesamt. Ich glaube, der erste Steinerne mit dem kleinen Rundturm hat, glaube ich, 5 insgesamt. Der große quadratische, den man in den Standardskirmischen eigentlich immer hat, hat, glaube ich, 7. Und der ganz große, ich weiß gerade gar nicht, wie viel der ganz große Bergfried hat. Aber da müssen wahrscheinlich mindestens so 10 oder so. Also jeder Bergfried ist ein bisschen mehr, was erwartete Gäste angeht. Okay. Ja, Wein kommt jetzt auch rein. Gemüse fehlt uns halt. Das hat mich gewundert, weil ich kein Gemüse gesehen habe. Wir haben wirklich nur Fisch, Schweine und dann Wein. Wir haben Schwein und Wein. Ich finde das so schade, dass er den ganzen freien Bauplatz nicht verwendet für neue königliche Speisen. Also noch ein paar Schweinefarmen mehr, noch so ein bisschen mehr Wein und so. Weil wie gesagt, ich 100% bin ich mir jetzt nicht sicher, aber die erwartete Ehre rechnet sich halt auch daraus, wie viele Zutaten und Lebensmittelgüter in der Burgküche gelagert werden. Und je mehr da drin liegen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mehr Ehre gibt. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wonach es berechnet wird, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen von euch in den Kommentaren, der es genau erörtern kann, wie das halt berechnet wird.
Ist halt eine gute Frage, wie das Verhältnis ist hier von Weinbergen dann zu Weingut. Dann ob 1 zu 1 hinhaut, aber ich denke mal schon. Wo wird das überhaupt zwischengelagert? Hier wahrscheinlich, oder? Ah, jetzt wird Vorratslager gelagert. Hm, interessant. Da fällt mir eigentlich ein interessantes Strat ein. Man könnte halt zum Beispiel hergehen und sagen, man produziert Trauben und verkauft diese. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Verhältnis ist. Also vom Kauf und Verkauf. Müsste ich mal beobachten. Vielleicht im nächsten Skirmish einfach mal testen, dass man mal die Weinberge baut, so 2, 3 Stück, und einfach mal guckt, wie viel Wein oder wie viele Trauben kommen denn ins Lager. Und wenn man die maximale Anzahl hat, wie viel bekommt man, wenn man die verkauft? Lohnt sich das vielleicht zu sagen, man verzichtet auf Eisenverkauf und geht vielleicht eher auf Trauben? Aber ich kann mir vorstellen, dass Eisen trotzdem noch wertvoller ist als Weintrauben. Aber vielleicht wird Wein öfter oder mehr produziert als Eisen zum Beispiel. Das ist zum Beispiel so ein, da könnte man richtig investigativ eigentlich mal gucken und mal schauen, ey, was lohnt sich denn, um wirtschaftlich effizient zu sein? Dass man gar nicht so viel Eisen anbaut, weil es sich vielleicht gar nicht lohnt zu verkaufen. Vielleicht lohnt es sich ja 2, 3 Weingärten zu bauen oder hier eine Weintraubenreben zu bauen und, also hier, ihr wisst schon, das Weingüter zu bauen, ja, und dann lieber Wein zu, also Trauben zu verkaufen. Vielleicht lohnt sich das mehr tatsächlich, weil der vielleicht öfter reinkommt. Schwierige Frage. Keine Veränderung. Sollte aber soweit passen, denke ich mal. Schweine kommen auch gut rein. Ja, stellt mal vor, wir versagen einfach hier schon und das war's. Niemand schafft das, die Ehre zu sammeln. Ja, oh, das war 2 geile eine Karte. Auch wieder so, ui. Hier gibt es ein paar kleine, nach wie vor die Streitigkeiten. Dass jemand wie Edwin einfach mit Lord Barclay, gut, okay, einfach durch die Überzahl dominiert, ne, mit der Hilfe seiner Vasallen. Oh mein Gott, das wird echt knapp. Ja, ich bin mir sicher, Edwin hätte das easy geschafft, wenn Saren die Ehre verloren hätte. Erstens das und zweitens, wenn Edwin mehr, also noch mehr königliche Speisen angebaut hätte und den Platz mehr genutzt hätte. Aber grundsätzlich, ja, hatte er leider mit diesem Bug leider keine Chance zu gewinnen, muss man echt sagen. Und zu der Sache mit Edwin wollte ich noch kurz was sagen, dass er hier so stark dargestellt wird. Ist ein Phänomen, was ja auch Firefly selbst schon irgendwie aufgegriffen hat in der eigenen Sim-Kampagne. Also in der eigenen Sim-Kampagne von Stronghold 2 wird Edwin ja auch ziemlich stark dargestellt auf der Map, die wir halt bespielen, die man dort bespielt. Da gibt es ja Sir William, Sir Grey und Edwin. Und Edwin wird da auch als der Mächtigste dargestellt, obwohl man eigentlich aus den Skirmischen sagen könnte, dass Sir William stärker ist als Edwin. Festmap gibt's hoffentlich noch, oder? Oh Gott, 6 Monate bis dann haben wir schon verloren. Hm. Oh mein Gott! Why? Es gibt halt auch nichts mehr, was ich gerade machen könnte. Keine Veränderung in der Schatz. Selbst wenn ich jetzt noch mehr Ehrengebäude baue, ich kann ja den Timer nicht runterstellen, dass es 6 Monate dauert. Ah, oh, ah. Oh. Es wäre so lustig, wenn Kurka den Spielstand bekommt, ist einfach kurz vor Niederlage. Und ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Es gibt halt nichts mehr, was ich machen kann. Ich hab. Kein Brot kann ich nicht kaufen. Wir müssen jetzt. Wir müssen einfach warten, bis hier was kommt. Wir haben nichts anderes, was wir tun können gerade. Aber das nächste Festmahl wird mir dann richtig gut Ehre bringen. Ja, jetzt ist es bei 58. Aber er hätte es vielleicht schon ein bisschen eher bekommen können, hätte er schon eher mehr Ehrengebäude gebaut oder halt hier mehr Schweinefarm und mehr Wein und so weiter. Weil jetzt haben wir von allem was da. Wir kriegen sogar 58 Ehre. Oh Gott, ob das... 68 habe ich jetzt gelernt durch die Musikergilde. Ich meine, die Musikergilde verbessert das ja, soweit ich weiß. Das kann sein, dass man das noch... Oh, warte mal, ich sehe gerade was. Dort ist ja so ein kleines Fragezeichen in den Gebäuden drin. Das sehe ich ja jetzt erst. Weil ich glaube, ich in meinem Video, also in meiner Folge 2, habe ich glaube ich was von einem Wiki erzählt, wo ich wissen wollte, ey Mensch, was macht denn das Gebäude eigentlich? Hätte ich das mal eher gesehen hier mit dem Fragezeichen, hätte ich mein Wiki bekommen. Bessert das ja, soweit ich weiß. Es kann sein, dass wir das neu starten müssen. Und ich viel früher die Angebote bauen muss. Oh, mehr vor allem. Aber wie viel früher? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 58 Ehre. Es hängt an dem kleinsten Nenner. Aber es ist echt krass, ne? Ein Weingut und eine Weinproduktion reicht aus, um 10 Fässer Überschuss zu haben aktuell. Das ist wirklich krass. Also es werden genug Trauben produziert und genug Wein hergestellt, um... ja, viel Wein übrig zu haben. Genauso viel wie Schweine sogar. Also das ist schon krass. Und hier ist eine, also die Produktionskette ist ja deutlich länger als bei den Schweinen und die müssen sogar noch mehr laufen. Und trotzdem ist es ausgeglichen, das Verhältnis. Das heißt, die Schweinebauern brauchen mehr Zeit,
um die gleiche Menge an Schwein zu produzieren, wie zwei Produzenten brauchen, um die gleiche Menge Wein zu produzieren. Da kann man sogar echt hergehen und sagen, dass Weingut und Weinherstellung die gleiche Effizienzrate haben wie ein Schweinebauer, der sogar einen kürzeren Laufweg hat und nicht mal ins Vorratslager muss. Alter, das ist schon krass. Na, jetzt gerade festen, das sind diese... Alter, was? Okay, okay, alles klar, alles klar, alles klar. In Ordnung, in Ordnung. Ihr mich auch, ihr mich auch. Ah, shit. Das ist ja mal übel. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Leute kommen auf die Burg. Die Vorräte unseres Kornspeichers. Wir starten gleich mit extra Rationen. Das passt da nicht hin, my lord. Ich mach mal die ersten Nahrungsmittel. Ich weiß, ich sollte vielleicht mit den Ehrengebäuden starten. Andererseits sollte manche unterschätzen, wie viel man eigentlich reinbekommt. Eure Beliebtheit steigt. Aber auch nur, wenn wir mehrere Nahrungsarten haben. Das muss erstmal. Das hätte ich jetzt noch nicht auf doppelt gesetzt. Aber er war in dem Moment wahrscheinlich im Panikmodus und hat versucht, alles so gut wie möglich zu machen. Ohne, dass er jetzt vielleicht 100% da jetzt drin war. Ja, halt, halt. Also kein Vorwurf. Er hat sogar korrigiert, sehe ich gerade. Halt, das bringt jetzt gerade noch nichts. Ja, okay. Er hat sogar korrigiert, also alles gut. Da war es wieder. So, platziere ich das jetzt so? Ah ne, ich schieb's noch einen Millimeter nach rechts. Ah ne, ich setze es wieder zurück. Das ist so ein Signature-Move von Odwin. Help, da ist die Schatzkammer. Boah, Alter. Sarah hat schon das Drittel drin, das ist echt Wahnsinn. Sie verliert halt nichts bei ihm, das ist halt... Odwin hatte nie eine Chance, das wirklich zu schaffen, das muss man einfach so sagen. Ich wünschte mir jetzt fast ein bisschen, dass ich das Vorratslager weit hinten platziert habe, aber jetzt ist es eben so. So, 1, 2, haben wir mal zwei Häuser. Und dann nutzen wir das gleich mal, um so schnell es geht, die Gebäude zu bauen. Machen wir mal einen Fischteich hierher. Aber das ist, wie gesagt, der Bottleneck so ein kleines bisschen. Noch einen weiteren Fischteich hierher. Das passt da nicht hin, my lord. Dann wird es Zeit für erste Schwein. Zumindest sobald. Weinberg, Schweine, geht alles gerade noch nicht, Mann. Aber gut, die Sachen, die am langsamsten gehen, die haben schon mal den Vorlauf, die Vorlaufzeit bekommen, das ist sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob Fischteich jetzt so ultra langsam ist. Also grundsätzlich dadurch, dass halt das eine Gebäude zwei verschiedene Dinge produziert, aber nur ein Arbeiter da drin ist. Okay, gut, an der Tatsache kann man schon sagen, es ist am langsamsten, weil zwei Sachen gleichzeitig produziert werden, das aber halt nur durch einen Arbeiter betreut wird und das deswegen länger dauert insgesamt, das kann man schon sagen, ja. Aber ob es jetzt so krass wenig langsam ist, weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob Gänse und Fisch gleichzeitig abgegeben wird oder ob es abwechselnd abgegeben wird. Das habe ich noch nie richtig beobachtet. Ich wusste auch immer nur, Mensch, hier kriege ich Gänse und Fisch her, zwei Dinge in einem Gebäude, das ist super. Aber ich habe nie darauf geachtet, ob das jetzt langsamer oder großartig schneller ist. Müsste man halt eigentlich auch mal in einem extra Video separat mal beobachten und recherchieren. Jetzt müsste es gehen, ne? Ja, jetzt gibt es die extra. Oh Gott, ob das genug ist? Ich weiß nicht. Gut, aber ich bin ein bisschen schneller als letztes Mal. Alter, was ist denn hier los? Genau, mach mal die Gans weg. Ja, also der bringt tatsächlich die Gans einzeln und den Fisch einzeln. Das ist der Arbeiter von dem Gebäude. Der muss jetzt natürlich einmal komplett außenrum durchs Lager, weil hier hinten zu ist. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich, dass hier kein Platz zwischen Lager und Küche ist, dass er jetzt den extra langen Weg gehen muss, aber ist ja nicht schlimm. Ganz genau meine Meinung. Also die geben es wirklich abwechselnd wahrscheinlich ab. Ich versuche das jetzt mal zu beobachten, ob die Bauern dann unterschiedlich Dinge abgeben, also abwechseln. Ich glaube, wir brauchen vielleicht einfach wirklich eine größere Lieferung von diesen ganzen Sachen. Also wir brauchen hoffentlich zwei Festmehler, bis es losgeht. Ob ich das rechtzeitig genug bekomme, ist die andere Frage.
Ja, die machen es wirklich abwechselnd. Der Dude hat gerade ganz abgegeben, jetzt holt er sich Fisch. Und der Dude hatte gerade. Also der Typ, der jetzt hier kommt, der hatte Fisch abgegeben, der müsste sich jetzt quasi eine Gans holen. Ich bräuchte wahrscheinlich doch mal Holz. Letztes Mal habe ich so viel Holz gehabt, dass ich mir dachte, jetzt wollen wir es nicht so dringend. Dankeschön. Ja, der hat jetzt Fisch ab. Der gibt jetzt Fisch ab. Und das relativ zügig. Obwohl er gerade eine Gans abgegeben hat, gibt er jetzt schon Fisch ab. Also das ist schon krass schnell eigentlich, finde ich. Das passt da nicht hin, mein Dankeschön. Was zur Hölle blockiert denn jetzt? Ah, nee, der Typ holt sich aber auch Fisch. Obwohl er gerade schon Fisch abgegeben hat. Interessant. Also es wird doch nicht abwechselnd gemacht. Ich weiß halt nicht, woran es berechnet wird. Gerade hier. Es ist diese... Okay, es waren wahrscheinlich diese Gänse da. So, der Typ hat jetzt Fisch abgegeben. Laut meiner Theorie müsste er jetzt eigentlich wieder sich eine Gans holen. Ja, der holt sich jetzt eine Gans. So, diesmal habe ich das alles ein bisschen früher gestartet. Dann brauchen wir auf jeden Fall wieder... Genau, hast du recht, Bessie. Genau das wollte ich sagen, boah. Jetzt sehe ich es leider nicht mehr, aber müsste man mal konkreter beobachten eigentlich, woran es eigentlich bemessen wird. Brauchen wir. Mein Aufbau letztes Mal hat mir besser gefallen. Okay. Die Musikergilde brauchen wir dann noch. Sobald wieder Holz da ist, bitte. Die passt diesmal gar nicht irgendwo hin. Oh Mann, ich möchte meinen Aufwurf vom letzten Mal wieder haben. Okay, jetzt laufen wir euch da hin. Ja, das ist doch tausendmal dreht, obwohl es am Bauplatz überhaupt nichts ändert. So geil. Das ist aber echt ein hartes Teil. Und die Mission ist auch nicht gerade einfach. Okay, Ja, machen wir so, komm. Ab geht er. Ja, Saren verliert halt keine Ehre. Also es ist ein von Anfang an gescheitert gewesen. Von Utwin an der Stelle. Leider. Er hatte keine Chance, nochmal was zu schaffen. Fleisch. Oh, ich habe vergessen, die Steuern zu machen. Ja, geil. Ich glaube, ich hatte es auch vergessen. In meinem Try, in der zweiten Folge sozusagen. Vielleicht jetzt haben wir die Ehre, aber der ganze Rest passt nicht wahrscheinlich am Ende. Okay. Ich finde das so krass. Ich versuche mich eigentlich schon zurückzuhalten mit Kommentaren, damit das React nicht zu lange geht. Aber wir sind jetzt schon bei 47 Minuten React einfach oder 48 Minuten und das Video geht nicht mal eine halbe Stunde. Ja, das kann ich jetzt nicht machen. Jetzt heißt es beten. Stoßgebete Richtung Himmel. Den ganzen Bauplatz wieder nicht genutzt. Das ist so schade. Andererseits, ich weiß nicht, noch mehr Gebäude. Wie gesagt, die Fischteiche sind so ein bisschen das Bottleneck. Und da passen einfach nicht mehr hin. Noch eine zweite Schweinefarm wird mir nicht so viel bringen. Doch, schon. Guck mal, jetzt hat er es ja eigentlich gesehen. Jetzt sind zwei Schweine verschwunden und die erwartete Ehre ist von irgendwas paar 40 auf 26 runtergedroppt. So, wenn jetzt mehr Schweine da wären, wäre dieser Drop vielleicht nicht passiert. Ah, Festmahl findet statt. Jetzt wird schon fürs nächste Festmahl gespart. Da hat man Festmahl mit gerechnet. Mach ich nochmal Schwein. Ja, das hätte doch super gepasst. Machen wir nochmal Wein. Nur für den Fall. So geht. Das Vorratslager hat ja zum Glück vorne und hinten Eingang, also. Soll ja auch was werden. Oh Gott, eine Minute. Ja, dann wird Koka das bekommen. Dann wird Koka schauen, ob der... Schauen wir mal, was wird. Was wird? Vielleicht gar nicht mal so schlecht, dann kann Koka auch mal eine Mission dann vorlesen, sollte die schaffen. Ich dachte, er sagt gerade, ist auch nicht schlecht, dann kann Koka auch mal eine Mission verlieren. Mehr war als das war halt vom Platzleiter nicht drin. Ich wünschte, ich hätte das alles ein bisschen besser bauen. Es ist da so viel Platz hier, den man hätte bebauen können schon in kürzester Zeit. Hier hinten auch eine Käsefarm noch oder hier Apfel, hier noch und so. Selbst hier vorne hätte noch eine Schweinefarm hingepasst. Können, weil wenn man dann später mal mit, na gut, andererseits, wir haben eh nicht so viel Platz hier, eine gescheite Burg zu bauen oder so. Das stimmt. Gute Frage, ob die ganze Mission in die Richtung geht überhaupt. Schon.
Ja, das habe ich irgendwann in irgendeiner Mission auch gesagt. Irgendwann zum Ende hin, ich glaube Folge 10 oder in meiner letzten Folge oder so. Die Kampagne war super geil. Also Damien hat was richtig, richtig Geiles hier erschaffen. Nur für die dritte Staffel hier hat leider wieder, muss man ja wirklich sagen, wieder der Burgenbau-Aspekt gefehlt. Der hat ja schon in der zweiten Staffel so ein bisschen gefehlt, muss man leider sagen. Weil wir ja dort auch, da lag der Fokus ja auch nicht darauf, eine Burg zu bauen, sondern einfach nur stressmäßig zu verteidigen im Kampf. Und in dieser Kampagne hier lag der Fokus leider auch nicht auf dem Burgenbau. Und das heißt, wir bräuchten für die nächste Staffel eigentlich mal wieder so eine Karte, so ähnlich wie in der Staffel 1, wo wir quasi zusammen eine Burg bauen. Das würde ich mir ja wünschen für die nächste Staffel auf jeden Fall, dass da mehr der Burgenbau-Aspekt wieder im Fokus liegt so ein bisschen. Schauen wir mal. Also es muss ein gutes Verhältnis sein zwischen Kampf, Burgenbau und auch gerne wirtschaftlichen Zielen. So, aus diesen drei Dingen muss quasi so ein gutes Drittel für jeden Bereich da sein irgendwie. Also, dass das wirklich so ein Kreisdiagramm ist, wo wirklich jeder Bereich sein gleiches Fett wegkriegt, jeder 33% hat, Burgenbau, Wirtschaft und Aufbau und halt Militäraktion. Das wäre so ziemlich mit das beste ausgeglichene Verhältnis. Weil es bei der Staffel jetzt auch nicht so hier war, eher so Hälfte Kampf, Hälfte Wirtschaft und überhaupt nichts mit Burgenbau irgendwie. Aber ist auch nicht schlimm. Ich meine, das macht ja auch die Individualität jeder Staffel so ein bisschen aus. Irgendwo ist es ja auch was Gutes, ne? Bei der letzten Staffel war es halt 100% Kampf. bei dem Throne Crusader Skirmish, da war es 100% Kampf und hier war es jetzt eher 50% Kampf, 50% Wirtschaft. Und vielleicht wird es ja auch mal eine Staffel geben, wo es 100% nur Bauen ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder 50% Bauen, 50% Wirtschaft. Kann ja auch sein. Keine Ahnung. Und Militärpart kommt gar nicht so sehr drin vor. Kann ja auch mal sein, ne? Auch an dieser Stelle möchte ich jedem nochmal von euch anhalten, wenn ihr euch berufen fühlt, selber eine Karte zu bauen, egal in welchem Stronghold das jetzt ist, für dieses Format hier, für zwei Kerle eine Karte, und ihr wollt euch gerne mal im Editor, im Szenario bauen, mal ausprobieren und das gerne mal machen und testen und dann gerne auch eine Karte einreichen, dann fühlt euch dazu herzlich eingeladen und ja, die wird natürlich im Vorfeld getestet werden, klar, ob die dann auch fürs Format geeignet ist, logisch, aber wenn ihr euch dazu berufen fühlt, legt einfach drauf los und vielleicht habt ihr ja Glück und eure Karte wird dann in einer Staffel in diesem Format, egal in welchem Stronghold das jetzt sein mag, vielleicht gespielt, wer weiß. Ah. Aber so ein kleines bisschen Sim-Kampagnenmäßig hier, was mir gefällt, ich finde, das ist auch die große Stärke von Stronghold 2. Und wie gesagt, Damien hat das super geil gemacht in diesem Szenario. Ich schätze mal, Utwin würde das auch schon selber gesagt haben. Sorry, dass ich so oft unterbreche gerade, aber mir fallen so viele Dinge ein, die ich sagen will. Utwin wird es sicherlich auch schon gesagt haben, wenn ihr die Map selber spielen wollt, schaut einfach in die Videobeschreibung. Dort findet ihr die Map und da könnt ihr die auch selber im Steam Workshop abonnieren und dann auch selber spielen. Hier hinten würde ja noch so ein Fischstäbchen passen, aber ich wüsste ja nicht, wo ich ansonsten die Häuser hin pflanze. Da hinten passen die Häuser hin. Ja. Oh mein Gott. Haben die schon immer hier hingepasst? Mhm. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Nein, nein! Shit, Kurga, wie sag ich Kurga, dass da jetzt ein Fischteich hinpasst? Ah, ich nehme gar nicht hin. Da passt gar nicht hin. Okay, da ist noch ein bisschen Platz frei. Kann er frei nutzen, wie er will, aber ein Das ist natürlich sehr unglücklich jetzt verlaufen. Fischteich passt auch. Mein Wort, dass man die auch nicht drehen kann, dass die so. Da passt einer hin. Doch, da passt einer hin. Oh mein Gott, ich hoffe, Kurga sieht das. Weil das ist das Wichtigste. Ich glaube, meine erste Aktion war, glaube ich, den Platz für ein Weingut zu verbrauchen. Das ist so das andererseits Schwein, die Schwein kommt jetzt auch hoch. Da haben wir auch zwei, wir bräuchten noch einen Fischteich mehr. Damit könnten wir die Mission schaffen. Aber gut, das wird jetzt Kurga überlassen. Oh Gott, das wird lustig. Wie hieß die Mission nochmal? Kreafnik Konflikt 1. Komm, das machen wir einfach so nach den Folgen. Das war jetzt Folge 1. Und Folge 2 macht dann Kurga. Okay, gut, dann bedanke ich mich mal hier fürs Zusehen. Das war Zwei Kerle, eine Karte, Staffel 3. Ich kann schon mal ankündigen... Ja, das war die ganze Staffel, ne? Ein Video. Ich weiß, manchmal ein bisschen früh mit der Ankündigung, aber
Koga und ich nehmen uns ziemlich fest vor, dass Staffel 4 wieder Stronghold 1 sein wird. Wurde sich viel gewünscht und das wird auf jeden Fall kommen. Also keine Sorge für alle Leute, die sich das erste Stronghold nochmal wünschen. Das wird auf jeden Fall kommen. Aber jetzt hier erstmal schauen, wie es mit Stronghold 2 wird. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns hier dann beim nächsten Mal wieder bei Folge 3 und schauen, was Koga daraus gemacht hat und wie die nächste Mission wohl ausschaut, wenn er es geschafft hat. Ansonsten könnte es sein, dass wir uns noch eine Weile in Mission 1 im Kreis drehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ja, das war die erste Folge. Das war das erste React. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt fast eine Stunde dran sitze, aber ja, mal gucken, ob es jetzt bei den anderen Reacts oder bei den anderen Folgen auch so lange dauern wird, mein React. Aber es ist dann immer so, wenn mir dann viele Sachen einfallen, dann muss ich die auch mal direkt loswerden und will die nicht so lange für mich behalten oder das nur kurz umschreiben. So. Ich habe das so ein bisschen aus meinen eigenen React-Formaten so ein bisschen gelernt, dass ich da auch ein bisschen ausschweifender dazu mich äußere. Aber ja, dafür ist ja das React-Format da, dass ich dazu sage, was ich denke. Bei Utwin das gleiche Spiel. Morgen findet ihr dann das React zur zweiten Folge, wo ich dann gespielt habe auf Utwins Kanal, wo er darauf reagiert. Da bin ich auch sehr gespannt. Und ja, dann bin ich aber gespannt, was hier noch so alles passieren wird. Utwin hat mir schon vor einigen Tagen geschrieben, dass er sehr auf meine Reaktionen, auf seine Folgen gespannt ist. Und ich bin's auch. Dann danke ich an dieser Stelle herzlichst fürs Zusehen. Schaltet morgen im zweiten React bei Utwin auf dem Kanal ein. Und ja, macht's gut, bleibt gesund und ciao.